Hallo, wie geht es? Ich heiße Alicia und jetzt lernen wir Cumprimentar in Portugies, auf Portugiesisch begrüßen. Fangen wir duzen. In diesem Leitfaden für Deutschsprachige lernst du die häufigsten Begrüßungsformen auf Portugiesisch, die häufigsten Abschiedsformen auf Portugiesisch, auf Portugiesisch, wie geht es, zu fragen und zu beantworten. Und ein bisschen Slang für diese Situationen. Und für diesen Leitfaden sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Aber auch wenn du bereits ein wenig Portugiesisch sprichst, können die Informationen hilfreich sein. Okay? Warum? Weil natürlich, vielleicht kennst du schon die Basics. Hallo und Tschüss auf Portugiesisch. Aber wenn wir unterwegs in Brasilien sind, werden wir andere Variante von Hallo und Tschüss hören. Und deswegen, wenn du diese wenigstens kennst, dann wirst du dann dich besser kommunizieren. Okay? Und ich sage brasilianisches Portugiesisch, weil ich aus Brasilien komme und deswegen werden wir über Brasilianisch dann sprechen. Okay? Einige von diesen Ausdrücken kannst du auch in Portugal verwenden, aber lernen wir ganz spezifisch brasilianisches Portugiesisch hier. Okay? Und dieser Leitfaden enthält informelle Ausdrücke mit Sternchen sowie umgangssprachliche und Slang-Ausdrücke, die im alltäglichen brasilianischen Portugiesisch sehr verbreitet sind. Deswegen, sie sind hier, weil wir wirklich diese Ausdrücke im Alltag verwenden. Und keiner davon kann als beleidigend angesehen werden. Mach dir keine Sorge, manche Ausdrücke sind eher locker, aber alle sind höflich. Okay? Und einige Ausdrücke haben keine genaue Entsprechung im Deutschen, aber das Material enthält trotzdem eine Vokabelliste mit den Übersetzungen. Du hast auch einen Spickzettel, Übungen mit Antworten, MP3 und andere kostenlose Materialien zum Üben. Und dann beginnen wir mit Os Cumprimentos. Okay, alle extra Materialien findest du in der Videobeschreibung hier unten. Dann die Begrüßungen auf Portugiesisch sind folgende. Die Klassiker kennst du schon sicherlich. Oi, hallo, siehst du hier Sternchen, das heißt locker, informell. Oi und auch Olá, hallo. Man kann auch Bom dia sagen. Und das heißt guten Morgen, guten Tag. Boa tarde, guten Nachmittag. Und boa noite, guten Abend, gute Nacht. Okay, die Basics von Portugiesisch, die du hier wieder siehst mit Übersetzungen. Du kannst unser Video pausen und die Informationen dann in Ruhe anschauen. Und wenn du bereit bist, lernen wir As despedidas. Wie können wir uns dann verabschieden? Und Klassiker, ciao. In Brasilien locker, aber sehr normal. Ciao. Alternativ können wir até já sagen. Até já ist bis gleich. Okay? Até heißt auf Portugiesisch immer bis. Okay? Man kann auch até breve sagen. Und das heißt auch bis gleich. Und até logo heißt bis später. Und wenn du eine von diesen Ausdrücken siehst, die mit até beginnt, dann du kannst als Reaktion immer até ganz kurz sagen. Até já, até, até breve, até. Até logo. Até. So praktisch ist es. Okay? Dann, wenn du sagen möchtest, bis zum nächsten Mal, dann sagst du auf Portugiesisch Até mais ver. Auch möglich Até mais. Und das ist kurz von Até mais ver. Beide sind höflich. Kein Problem hier. Alles höflich. Até outra, genau das gleiche, bis zum nächsten Mal. Und als Reaktion kannst du immer até sagen. Und até a
prossima. Bis zum nächsten Mal. A te, a prossima. Man kann auch ein bisschen spezifisch dann sagen, indem man a te, amanhã sagt. Das heißt, bis morgen. Até amanhã. Até segunda. Wir verabschieden uns und wir sehen uns am Montag wieder. Dann até bis segunda Montag. Até segunda. Du kannst auch mit anderen Wochentagen das verwenden. Kein Problem, okay? Hier ist Montag als Klassiker, als Beispiel. Und man könnte auch até a semana que vem sagen. Até a semana que vem. Bis zur nächsten Woche. Und até passt immer als Reaktion. Weiter geht es mit a gente se vê. A gente se vê. Wir sehen uns. Aber das ist locker. Siehst du Sternchen hier? A gente heißt prinzipiell wir. Okay, aber ist ein sehr informeller Wir in Brasilien. Deswegen als ganz normal Wir ist im Portugiesisch nós. Aber in Brasilien verwenden wir auch a gente. Heißt auch wir, aber sehr informell. A gente se vê. Wir sehen uns. Cuide-se. Dann sage ich, pass auf dich auf. Oder das kann auch passen, sie auf sich auf. Keine Ahnung, jetzt kann ich nicht auf Deutsch das erklären, aber cuide-se kann man mit Du-Form oder mit Sie-Form auf Portugiesisch sagen. Okay, beide passen hier. Cuide-se, duzen, sitzen, ist egal. Cuide-se, okay, pass auf dich auf, aber das gleiche mit Sie auf Deutsch, was jetzt in meinem Kopf nicht da ist. Ich denke auf Portugiesisch und dann bleibe ich bei Portugiesisch. Okay? Dann cuide-se. Okay? Möglich ist auch fique bem. Geht auch in dieser Richtung. Okay? Man kann auch vá com cuidado sagen. Okay? Sei vorsichtig. Und eine Variante ist vá pela sombra. Okay? Sei vorsichtig. Dann, alle diese Ausdrücke sind höflich. Okay? Gut, dann möglich ist auch Vá com Deus. Und que Deus te acompanhe. Deus heißt Gott. Und wenn ich diese Ausdrücke verwende, muss ich nicht unbedingt an Gott glauben. Das sind nur Formeln, okay, die in Brasilien ganz normal sind. Und ich hoffe, dass Gott bei dir steht, sozusagen. Okay, so ist meine Ausdrucksweise in Brasilien. Vá com Deus, que Deus te acompanhe. Und man kann auch tenha bom dia sagen. Tenha bom dia. Das heißt, schönen Tag noch. Und du oder sie, ist egal. Okay? Tenha bom dia. Tenha lindo dia. Okay? Dann lindo heißt schön, wunderschön. Okay? Das kann man auch sagen. Tenha lindo dia. Tenha boa semana. Dann wünsche ich eine gute Woche. Tenha boa semana. Boa sexta-feira. Dann am Freitag kann ich boa, gute, und dann sexta-feira wünschen. Okay? Dann boa heißt gute und sexta-feira, Wochentag, ist auf Portugiesisch weiblich. Dann boa sexta-feira. Okay? Man könnte auch einfach boa sexta sagen. Okay? Und vamos marcar. Vamos marcar heißt genau übersetzt, wir werden uns verabreden. Das heißt, wir müssen uns verabreden und wieder treffen. Wann sagt man das? Bist du zum Beispiel auf der Straße und triffst du einen Bekannten?
Und dann ihr redet ein bisschen, ah, wie geht es dir, die Familie, okay. Und dann ist dieses Gespräch ein bisschen zu lang und du musst andere Sachen machen. Und du wirst nicht sagen zu deinem Bekannten, okay, ich muss los. Das ist nicht so, so höflich. Deswegen, wenn du sagst, wir müssen markar, das heißt, ich muss jetzt gehen, aber ich würde gern dich wiedersehen. Das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt uns verabreden sollen. Ist keine Verpflichtung hier. Wir sagen das nur aus Höflichkeit. Wir müssen markar. Aber das lassen wir so. Okay, ist kein Pflicht hier, dass wir wirklich uns treffen. Wir sagen das, um höflich zu bleiben. Aber das ist kein Versprechen. Vamos marcar, wir sehen uns. Aber im Sinne von, wir sollten uns treffen, aber vielleicht treffen wir uns nicht so formell. Okay? Dann vamos marcar ist höflich. Okay, gut. Dann, man kann auch adeus sagen. Adeus ist kurz, aber ist ein bisschen formell. Adeus sagt man zum Beispiel, wenn man sich für immer verabschiedet. Okay, wir sehen uns nie wieder, dann sagen wir adeus. Kann ein bisschen dramatisch klingen. Muss nicht unbedingt dramatisch sein. Okay, kann man zu dem Bäcker sagen. Okay, aber adeus hat auch diese Nuancen. Okay, kannst du verwenden im Alltag, wenn du willst. Und hier sind alle diese Ausdrücke mit den Übersetzungen. Und weiter geht es mit como vai. Wie geht es? Como vai? Quanto tempo? Das sagen wir, wenn wir auf der Straße einen Bekannten treffen. Quanto tempo? So lange her. Que bom te ver. Ich freue mich, dich wieder zu sehen. Okay, hier ist ti und das ist in Brasilien, wenn wir jemanden duzen. Okay, que bom te ver. Okay? Man könnte auch que bom ver você sagen. Okay, das ist auch okay. Aber umgangssprachlich in Brasilien sagen wir que bom te ver. Ist umgangssprachlich, aber ist nicht falsch. Okay, ist so, wie wir in Brasilien reden. Triffst du einen Freund auf der Straße, dann sagst du que bom te ver. Oder eine Freundin, ist egal. Okay? Man könnte auch como estão as coisas fragen. Wie ist alles bei dir? Okay? Genau übersetzt wäre das nicht so sinnvoll. Deswegen, como estão as coisas, übersetzen wir ein bisschen allgemein als wie geht es. Okay? Und natürlich kann man tudo bem fragen. Tudo bem ist Klassiker. Okay? Und eine Variante davon ist tudo bom. Okay? Bem, bom. Hier sind sie so Synonyme. Oder como vai? Wie geht es? Como vai? Duzen oder sitzen spielt hier keine Rolle. Alle diese Fragen passen in alle Situationen. Als Reaktion, ein Mann sagt tudo bem oder tudo bom. Und er bedankt sich. Obrigado. Ein Mann auf Portugiesisch bedankt sich immer mit obrigado. Eine Frau dagegen bedankt sich mit obrigada. Das ist sehr, sehr wichtig. Obwohl, wenn die Leute sehr informell reden, könnte eine Frau obrigado sagen. Das ist möglich, okay? Ist nicht richtig, aber in der Umgangssprache ist das normal, okay? Aber prinzipiell sollen wir die Grammatikregeln dann folgen. Bist du ein Mann, dann bedankst du mit obrigado. Bist du eine Frau, dann danke für dich heißt obrigada. Und tudo bem, tudo bom sind, wie gesagt, Synonyme. Okay? Normalerweise, wenn man tudo bem fragt, antwortet man mit tudo bom und umgekehrt. Aber man könnte tudo bem sagen. Okay, das ist kein Problem. Und como vai ist, wie geht es? Man könnte dazu a família, o trabalho sagen. Como vai, wie geht es allgemein?
Und möchten wir wissen, wie geht es mit der Familie, dann ergänzen wir Como vai a familia? Oder fragen wir beruflich, wie läuft alles, dann Como vai o trabalho? Das kann man sagen. Okay? Dann, über die Familie zu reden, ist ganz normal in Brasilien. Okay? Das ist nicht tabu. Okay? Wir reden sehr gerne über meine Mutter gut und meine Kinder gut und so weiter. Deswegen, Como vai a familia ist nicht privat. Okay? So, Familie gehört zu unserem Leben allgemein. Natürlich, es gibt Leute, die lieber über die Familie nicht reden wollen, aber allgemein ist kein Tabu in Brasilien. Okay? O trabalho ist auch kein Tabu, aber ist langweilig. Okay, deswegen, außer wenn du wirklich deinen Beruf liebst, wirst du nicht über deinen Beruf in deiner Freizeit reden. Okay, zum Beispiel auf einer Party Smalltalk über Beruf, Karriere und so weiter zu machen, ist nicht so normal. Okay, wenn wir in beruflichen Situationen sind, dann reden wir über Beruf. Aber sind wir in der Freizeit, dann werden wir nicht über Beruf denken. Das ist langweilig. Okay? Man kann fragen, das ist nicht unhöflich oder ist nicht indiskret, aber ist auch nicht angenehm, sozusagen. Okay? Gut. Und anstatt como vai, eine Variante ist como vai indo. Heißt das Gleiche. Wie geht es? Und Reaktion, tudo bem, obrigado, sagt der Mann. Tudo bem, obrigada, sagt eine Frau. Okay? Dann, como vai? Schon wieder, wie geht es? Bem, obrigado, beziehungsweise bem, obrigada. Gut, danke. E você? Warum? Weil wir sollen dann fragen, und dir, wie geht es dir? Aus Höflichkeit. Deswegen fragt jemand, como vai? Dann reagierst du mit bem, du bedankst dich und fragst, und dir, wie geht es dir? Auf Portugiesisch sagen wir, e você? Duzen in Brasilien. Okay? Warum? Weil in Brasilien duzen wir, indem wir você verwenden. Allgemein ist das so in Brasilien. Aber in Portugal ist es ein bisschen anders. Deswegen lernen wir hier kein europäisches Portugiesisch, sondern brasilianisches Portugiesisch. Und in Brasilien duzen wir ganz häufig. Es wird fast immer geduzt in Brasilien. Und geduzt heißt você. Okay? Und sitzen heißt in Brasilien senhor beziehungsweise Signore. In dieser Situation fragt jemand, como vai? Du antwortest, bem obrigado. Und wenn die Person, die dir das gefragt hat, ein Mann ist, dann möchtest du sitzen, verwendest du e o senhor. Und ihnen, Herr. Okay? Und ihr Signore und ihnen, aber Frau. Okay? Deswegen in Brasilien, o senhor, a senhora, das sind unsere Sie-Varianten. Aber in Brasilien haben wir sie männlich, o senhor, sie weiblich, a senhora. Okay? Ich erkläre das nicht weiter, weil sicherlich kannst du das schon. Okay? Es ist nur, falls du das nie gehört hast und dann ist alles schon geklärt. Dann, como vai? Wie geht es? Bem. Gut, das ist einfach und praktisch, aber es ist nicht sehr originell. Vielleicht möchtest du ein bisschen raffinierter reden, okay? Dafür kannst du tudo ótimo als Reaktion zu como vai sagen. Tudo ótimo heißt alles super. Aber das ist nicht umgangssprachlich, es ist tudo ótimo, alles sehr gut. Se melhorar, estraga. Okay, es könnte nicht besser sein. Es ist wirklich alles hervorragend. Se melhorar, estraga. Es gibt keine genaue Übersetzung im Deutsch, obwohl am Ende siehst du die Übersetzungen, damit du ein bisschen die Bedeutung besser verstehst. Okay? Deswegen, anstatt bem zu como vai zu antworten, sagst du tudo ótimo. Se melhorar, estraga. Alles bestens. Und auch
könntest du normal antworten. Normal heißt nicht sehr gut, aber auch nicht schlecht. Normal. Und indo. Indo ist eine Variante davon. Es geht. Tocando in frente. Das heißt, okay, es geht, aber ein bisschen informeller. Deswegen siehst du hier Sternchen. Und indo, ne? Ne ist sehr brasilianisch und das heißt so wie oder. Okay, es geht. Oder ich bin selbst nicht sicher, ob es gut geht oder nicht. Deswegen, ja, es geht. Oder ist so sehr, sehr umgangssprachlicher, aber das kannst du sicher in Brasilien hören. Okay, ne heißt, ist das wahr? Stimmt das? Okay, und hier, ja, es geht. Oder was soll ich dann sagen? Ich selbst weiß es nicht, wie es mir geht. Okay, deswegen, indo ne, okay, es geht. Oder vielleicht nicht. Und man könnte auch sehr informell in Brasilien naquelas antworten. Okay, so lala wäre das in Deutschen. Okay? Und man könnte auch mais pra lá do que pra cá antworten. Und das ist sehr brasilianisch auch. Und das heißt, es geht nicht sehr, sehr gut. Aber okay, schlecht ist es auch nicht. Mais pra lá do que pra cá. Das ist ein schöner Satz, aber vielleicht möchtest du das merken, okay, um deine brasilianische Bekannten zu beeindrucken. So gut kannst du Portugiesisch, das sogar mais pra lá do que pra cá gehört zu deinem Wortschatz. Und wenn du ein Mann bist, sagst du, estou muito ocupado. Ich bin sehr beschäftigt. Wenn du eine Frau bist, sagst du, estou muito ocupada. Okay? Ein ocupado heißt beschäftigt. Ich habe viel zu tun. Okay? Und das ist nicht unhöflich. Das ist nur, du sagst, weil du wirklich viel zu erledigen hast und kannst du vielleicht nicht weiter lange reden. Dann, wenn es dir nicht so gut geht, zu dieser Frage, como vai, reagierst du mit estou doente. Ich bin krank. Und hier ist egal, bist du Mann oder Frau, spielt keine Rolle. Antwortest du mit estou doente. Estou meio adoentado, sagst du, wenn du ein Mann bist und wirklich nicht krank bist, aber vielleicht ein bisschen krank. So, du hast Schnupfen oder sowas in der Richtung. Dann männlich adoentado, krank. Und weiblich adoentada, auch krank. Estou cansado. Das sagst du, wenn du ein Mann bist und müde bist. Wenn du eine Frau, eine müde Frau bist, dann sagst du estou cansada. Pass auf, cansado, cansada heißt müde mit dieser Buchstabe N hier. Aber ohne N, das heißt verheiratet. Estou casado, sagt ein verheirateter Mann. Und estou casada, sagt eine verheiratete Frau. Okay? Beide nicht verwechseln. Klingen ein bisschen ähnlich, aber sind zwei verschiedene Wörter. Man kann verheiratet und müde gleichzeitig sein. Ja, super. Aber sind zwei verschiedene Wörter. Okay? Gut, dann hier sind die Übersetzungen für dich. Und weiter geht es mit expressões informais. Okay, jetzt wird es wirklich locker mit informellen Ausdrücken in Brasilien. Oizinho. Oizinho ist Hallöchen. Okay? Und adeusinho ist Tschüssi. Das kannst du sagen, ist sehr niedlich. Und kannst du sagen, okay, aber musst du auch nicht sagen, wenn du das zu niedlich für dich ist, okay. Ist wie Hallöchen und Tschüssi auf Deutsch. Vielleicht sagst du das selbst in Deutsch nicht. Deswegen würdest du auch in Portugiesisch das auch nicht sagen, okay. Aber ist da, falls du das irgendwann hörst. Und man kann auch Salve, Salve sagen. Okay, das ist informell, aber korrekt. Okay, zu begrüßen,
Salve, salve. Oder Saudações. Einfach Grüße. Saudações. Man könnte auch Saravá sagen. Das ist sehr brasilianisch. Und das heißt auch Hallo, Grüße. Okay? Und vielleicht hörst du das von einem Muttersprachler. Okay? Salve, salve. Saudações. Saravá. Und vamos que vamos. Eigentlich informelle Brasilianisch würden wir eher vamos que vamos aussprechen. Okay? Diese O wäre nicht zu hören. Vamos que vamos. Das heißt, wir gehen. Okay? Wir freuen uns auf die Zukunft, deswegen wir gehen vorwärts. Okay? Vamos que vamos. Das ist sehr motivierend und energievoll. Okay? Vamos que vamos. Das sagt man ganz normal in Brasilien. Und auch möglich wäre Bola pra frente. Okay? Es gibt keine Entsprechung im Deutsch, aber das hat diese Nuance von Motivation. Okay? Lass uns gehen. Vorwärts. Wir denken an die Zukunft. Bola pra frente. Bola pra frente. Vamos que vamos. Das ist, wie gesagt, informell, aber ganz normal in Brasilien. Por hoje é só. Das heißt, so wie für heute reicht das schon. Okay? Por hoje é só. Genug heute. Und deu minha hora. Deu minha hora, meine Zeit ist um. Ich muss los. Beide sind Abschiedsformeln und beide sind informell. Aber in Brasilien sehr verbreitet. Por hoje é só, deu minha hora. Duzen, sitzen spielt hier keine Rolle. Okay? Man kann auch, und jetzt Slang, sagen, zum Beispiel valeu. Okay? Valeu ist Slang zum Verabschieden in Brasilien. Alternativ sagt man falou, auch zum Verabschieden. Vovazá, so ausgesprochen. Vovazá. Und das heißt, ich muss los. Auch umgangssprachlich eher Slang. Und Vonessa, auch Slang zum Verabschieden. Okay, Vonessa. Fui, auch Abschied, sehr, sehr, sehr informell. Und Tamo junto. Tamo junto und é nóis sind auch Slang und wird normalerweise von jungen Männern so gesagt als Abschiedsformen. Okay? Tamo junto é nóis hat keine deutsche Entsprechung. Okay? Aber vielleicht bist du unterwegs in Brasilien und hörst du, dass zwei junge Männer sich mit Tamo junto é nóis dann sich verabschieden. Das ist ganz normal. Und bora. Bora ist so wie los. Okay? Dann ich muss gehen, tschüss, bora. Oder sogar partiu. Partiu ist auch Slang. Bora, partiu. Du musst diese Ausdrücke nicht verwenden, wenn du glaubst, dass sie passen zu dir nicht, okay? Aber du wirst es sicherlich hören in Brasilien. Deswegen ist es gut, dass wenigstens das nicht fremd für dich klingt, okay? Und zu fragen, wie geht es? Haben wir tudo certo, tudo certinho, tudo joia, tudo joinha. Brasilianisch ist sehr schön, weil wir haben certo, tudo certo, alles richtig. Und das ist ganz normal, ist informell, aber normal. Man könnte das ein bisschen verniedlichen, indem wir diese Endung certinho zu certo haben. Dann tudo certinho. Alles gut, alles richtig, aber ein bisschen niedlicher. Okay? Deswegen, das ist ganz normal in Brasilien. Tudo certinho. Tudo joia. Tudo joinha. Und tudo em cima. Das heißt auch alles gut. Tudo nos trinques. Alles gut. Auch informell. Tudo na paz. Alles gut. Paz heißt Frieden. So, alles ist in Frieden, alles ist gut bei dir.
und tudo azul. Und hier heißt alles ist blau, weil blau heißt gut, der Himmel ist blau. Deswegen alles ist blau heißt nicht im Deutsch, nein, das heißt einfach blau, nicht blau, blau die Farbe, sondern alles ist gut. Okay, tudo azul. Und alle diese Ausdrücke siehst du als Fragen, aber kannst du als Antwort auch sagen. Zum Beispiel fragt dir jemand, tudo na paz? Und du reagierst mit tudo na paz. Oder andere Varianten, tudo azul. Siehst du, tudo azul als Aussage. Auch möglich. Und wie gesagt, tudo. Tudo ist die kürzeste Reaktion zu irgendeiner von diesen Ausdrücken. Tudo certo. Tudo. Und so weiter. Man könnte auch tudo certo, das ist eine längere Antwort geben, das ist auch korrekt und so weiter. Okay? Dann alle diese Ausdrücke sind Fragen und auch Antworten. Und als kurze Reaktion, tudo ist ausreichend. Gut, dann weiter geht es mit Slang, Ausdrücke für wie geht es. Dann in Brasilien können wir e aí sagen. Was ist los? Okay. Opa. Opa funktioniert als Begrüßung, als alles eigentlich. Ist sehr umgangssprachlich, aber ja, funktioniert. Opa. Und wenn du Opa sagst, dann beginnen wir schon ein Gespräch. Okay, ganz locker, aber ist ganz normal in Brasilien auch. Fala aí. Dann ich frage dir, wie geht es dir? Okay? Fala aí, ganz locker. Diz aí, genau das gleiche. Wie geht es dir? Aber Slang. Qual é? Auch sehr, sehr, sehr informell. Und tudo firmeza? Das heißt, alles gut. Okay? Alle diese Ausdrücke sind alles gut, aber sehr informell in Brasilien. Wie gesagt, du musst diese Ausdrücke nicht verwenden, aber du wirst sie verstehen, wenn jemand dich so begrüßt. Und man kann auch Tô de boa sagen. Tô de boa ist Slang und heißt mir geht es super. Oder Sussa. Okay, genau das gleiche. Mir geht es sehr gut. Tô de boa, Sussa. Und man kann auch Tô de boa na lagoa antworten. Das ist einfach so wie eine Musik. Tô de boa na lagoa. Es klingt schön, aber das ist genau übersetzt. Ich chille, so ich bin entspannt am See. Okay, Lagoa ist ein See, deswegen ich chille am See. Das würde man im Deutschen nicht sagen, außer man am See sich entspannt. Aber in Brasilien, das ist einfach eine Redensart. Wie kann man, mir geht es sehr gut, in Slang in Brasilien sagen. In Brasilien, Slang, tô de boa na Lagoa, mir geht es super. Okay? Und eine Variante davon ist tô suave na nave. Das heißt, Slang in Brasilien für mir geht es sehr, sehr gut. Oder auch könnte man tranquilo feito grillo, okay, sagen. Das heißt, mir geht es wirklich gut. Slang in Brasilien. Und tranquilo feito grillo heißt, ich bin entspannt oder ruhig wie eine Grille. Okay, weil das gut sich anhört. Okay, tranquilo grillo. Es gibt eine Melodie hier. Und um ein bisschen mehr Slang in Brasilien zu kennen, sagt man ganz häufig in Brasilien cara. Cara heißt Gesicht. Aber wenn ich mit einem Kumpel rede, dann sage ich cara die ganze Zeit in Brasilien. Okay? In Brasilien Slang ist normal, gehört zu Sprachgebrauch. Musst du nicht verwenden, aber du sollst dann diese Begriffe schon kennen. Okay? Dann cara heißt Mann, okay? Alter. Und das ist Slang für ja, irgendeinen Mann. Okay? Normalerweise zu Männern. Und meu
Kannst du normalerweise zu Männern sagen, aber wenn ich mit einer Frau rede, verwende ich auch mir. Okay, das ist einfach als Lückenfüller. Okay, ich rede mit jemandem und ich verwende cada und mir, damit mein Gespräch ein bisschen stärker, emotioneller klingt. Okay? Und Manu ist auch so wie in Englisch Bro genau das gleiche. Okay, dann das ist auch Slang. Brother. Okay, und das sagt man vor allem in Rio und dort die Aussprache ist nicht wie meine, dort wäre Brother. Okay, aber ich komme aus São Paulo, in São Paulo sagen wir Hermano, meu cara. Okay, aber in Rio hörst du Brother. So. Und Parceiro ist auch Bro, wie im Englisch, und Parça. Okay, und eher zu Männer sagen wir das. Zu einer Frau kann man Mina sagen, eine junge Frau. Das ist nicht beleidigend, aber normalerweise würde ich zu meinen Freundinnen nicht Mina sagen. Okay? Normalerweise, wenn Männer unter sich sind und über Frauen reden, dann verwenden sie Mina. Okay? Aber das ist nicht beleidigend, es ist nur Slang für junge Frau. Aber normalerweise Männer sagen Mina, Frauen sagen Mina nicht. Und anstatt amigo zu sagen, können wir migo sagen. Das ist kürzer und Slang. Migo, miga. Migo, Freund. Miga, Freundin. Wie gesagt, Slang. Okay, das gehört nicht zu Standardsprache, aber sind Ausdrücke, die schon in der Sprache etabliert sind. Okay, sie sind schon lange in der Sprache und vermutlich bleiben sie auch lange in der Sprache. Und zu einer Gruppe von Leuten, dann liebe Leute, in Slang, in Brasilien, sagen wir Galera. Okay, Slang. Das heißt, wenn du in einem Geschäftsmeeting bist, dann in einer Besprechung mit Managers bist, dann sollst du nicht Galera sagen, das ist nicht geeignet. Aber bist du auf einer Party mit all deinen besten Freunden, dann sagst du, ah, Galera. Und das passt. Okay, dann Slang und sehr, sehr, sehr informell. Galera ist eine Gruppe von Leuten, deine Leute. Du kannst auch Pessoal sagen. Auch locker, aber das ist nicht Slang. Es ist informell, aber kein Slang. Pessoal kannst du sagen, liebe Leute. Turma, auch Leute. Und eine Variation von Turma ist Churma. Okay, das sagt man auch. Wenn du das magst, kannst du Churma sagen, aber wie gesagt, das ist informell. Und Moçada, Rapaziada, kannst du auch sagen. Gente, Gente ist wirklich neutral. Okay, kannst du zu einer Gruppe von Personen sagen. Gente. Oder Minha Gente, meine Leute. Povo. Okay, Povo heißt Volk, aber das sagen wir zu unserer Familie und Freunden. Povo, tudo bem, alles gut. Okay? Oder meu povo, mein Volk. Und gente boa, gute Leute. Okay? Und auch möglich gente fina, feine Leute, so gute Leute. Okay? Alle diese sind sehr informelle Ausdrücke. Und wenn du Oi Sumido hörst, beziehungsweise Oi Sumida, das ist Slang und das sagt man zu einem Ex-Freund, Oi Sumido, oder Ex-Freundin, Oi Sumida, wenn wir diese Person in langer Zeit nicht mehr gesehen haben und wollen wieder Kontakt haben. Okay, deswegen, wenn du einen brasilianischen Ex-Freund oder Ex-Freundin hast und diese Person Oi Sumido zu dir Mann sagt, Oi Sumida zu dir Frau sagt, das heißt, diese Person will vielleicht mit dir etwas haben, okay, kann das bedeuten. Aber das sagt man normalerweise zu Ex-Freunden oder Ex-Freundin, okay? Gut, dann hier sind diese Ausdrücke für dich mit Übersetzungen. Wie gesagt, es ist Slang, es gibt keine genaue Übersetzung, aber hier findest du, damit du alles besser verstehst. Und dann verabschieden wir uns mit um beijo, ein Kuss. Und wie funktioniert es? Eigentlich um beijo sagt man immer in Brasilien.
Okay, normalerweise, wenn du dich von einer Freundin oder einem Freund dich verabschiedest, kannst du un beso sagen, okay, einen Kuss. Mann zu Mann ist das nicht so üblich, aber Mann zu Frau, Frau zu Mann und Frau zu Frau, Frau zu Frau, ganz normal un beso, okay, ein Kuss. Und muss nicht unbedingt zu Freund oder Freundin sein, sondern auch bekannte Leute. Okay, weil diese Social Distancing ist in Brasilien nicht so stark wie in Deutschland. Okay, so in Brasilien un beijo ist locker, so wie liebe Grüße auf Deutsch. Aber liebe Grüße in Brasilien sagen wir ja un beijo. Man könnte un beijinho sagen. Das ist ein kleinerer Kuss, aber heißt auch liebe Grüße. Uma beijoca ist eine Variante von Kuss. Dann heißt auch so liebe Grüße. Uma bitoca ist auch eine Variante von Kuss. Und wenn es wirklich ein großer Kuss ist, dann sagst du un beijão. Und auch möglich un abraço, eine Umarmung. Okay? Und un abraço ist so wie freundliche Grüßen. Okay? Es ist nicht so intim wie ein Kuss, ist nicht intim, aber ist ein bisschen formeller, un abraço, als un beijo. Okay? Dann diese Ausdrücke verwendest du für Leute von deinem Privatleben. Okay? Beruflich würdest du un beijo nicht sagen. Okay? Oder un abraço. Das ist wirklich privat. Und in Brasilien grüßt man mit Küsse, okay? So Luftküsse. Abraço geben wir nur zu Leuten, zum Beispiel Familie oder wirklich gute Freunde. Warum? Weil mit Umarmung gibt es wirklich viel Kontakt. Deswegen ist es eher intim. Zum Beispiel, du siehst jemand, einen Freund von dir in langer Zeit, dann Umarmung ist anpassend. Aber wenn du einfach einen Freund für ein Bier triffst, dann wirst du diese Person nicht umarmen. Aber Brasilianer können das machen, okay? Weil wir mögen die Leute zu anfassen und so, okay? Aber deswegen finde ich merkwürdig, wenn die Leute dich umarmen. Das geht. Aber Umarmung ist ein bisschen persönlicher Kontakt, okay? Und die Anzahl von Luftküsse, das kann je nach Region variieren, okay? Zum Beispiel in São Paulo sind wir kalte Leute, kalte Menschen, deswegen unsere Gefühle sind ein bisschen kühler, deswegen nur ein Kuss in São Paulo. Ich sage allgemein so, weil das denken viele Brasilianer über die Leute aus São Paulo, die sind ein bisschen zurückhaltend. Deswegen in São Paulo ein Kuss ist normal. In anderen Regionen 2 bis 3 Küsse, okay? Aber für solche Sachen lieber pass auf, was die anderen Personen machen und dann, je nach was sie machen, du reagierst, okay? Und hier sind die Ausdrücke für dich. Wie gesagt, diese kannst du sagen, wenn du dich verabschiedest von jemandem, un beijo, okay? Oder kannst du auch schreiben, wenn du eine Nachricht schickst oder eine E-Mail. Okay, aber das ist für dein Privatleben. Und zum Schluss hast du hier welche Übungen. Das Material kannst du herunterladen. Und ich hoffe, dass alle diese Infos dir gut gefallen hat. Ich weiß, es war wirklich komplett. Aber ja, jetzt kannst du viel mehr Brasilianisch. Okay, wenn dir das gut gefallen hat, dann liken und kannst du den Kanal abonnieren für mehr Brasilianisch-Videos haben. Und dann muito obrigada e tchau!